In der heutigen News-Folge handelt es sich um folgende Themen: McLaren mit Mercedes-Motor, Toro Rosso und die Reifen für 2020. Was genau, erfahrt ihr in 9 Sekunden. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Vor Monaten ein wildes Gerücht, worüber ich berichtet habe, gestern wieder einige Anzeichen und heute die offizielle Bestätigung. Mercedes wird McLaren ab 2021 wieder mit Motoren beliefern, was bedeutet, dass die Briten Motorenpartner Renault nach nur 3 Jahren wieder verlassen werden. Der neue Vertrag gilt bis einschließlich 2024. Grund für den Wechsel sei die Performance-Lücke, die man schließen wolle. Euch wird jetzt sicherlich auffallen, dass Mercedes ab dem Zeitpunkt 4 Teams einschließlich sich selbst mit Motoren beliefert. Im sportlichen Reglement ist laut Artikel 8.3 festgelegt, dass ein Motorenhersteller maximal 3 Teams ausstatten darf. Es war nur mit ausdrücklicher Zustimmung der FIA möglich. Eine Möglichkeit für Renault wäre, das eventuell neue Panthera-Team ab 2021 mit Motoren zu beliefern, wenn sie wirklich in die Formel 1 kommen sollten. Der Name Toro Rosso könnte womöglich ab 2020 aus der Formel 1 verschwinden, denn das Red Bull Juniorenteam plant eine Namensänderung in AlphaTauri. Aber damit das auch zustande kommt, müssen die anderen Teams per E-Vote zustimmen. Der neue Name stammt von einem Modelabel von Red Bull, welches 2017 gegründet wurde. Der Teamname geht auf das Stier-Sternbild zurück. Der neue vollständige Teamname soll dann Scuderia AlphaTauri Honda heißen. Liberty Media hat die Genehmigung bereits erteilt. Im ersten und zweiten freien Training zum großen Preis der USA haben die Teams die Gelegenheit, die Reifen für die Saison 2020 zu testen. Es darf aber nur eine Mischung getestet werden, was voraussichtlich C3 sein könnte. Dabei soll es sich um die finale Spezifikation handeln, welches bei Abschlusstest am 7. und 8. Oktober von Ferrari, Mercedes und Red Bull in Barcelona festgelegt wird. Nach Austin haben die Teams nach dem Abu Dhabi Grand Prix die letzte Möglichkeit, die 2020er Reifen zu testen. Kommen wir zu Mikes Meinung. Freut mich für McLaren, dass sie ab 2021 wieder mit Mercedes arbeiten, denn dadurch haben sie noch ein paar extra Pferdchen mehr unter der Haube. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann Podiumskandidat werden könnten. Dieses Jahr zeigen sie ja ohnehin schon mit Renault eine echt beeindruckende Leistung und mit der Marke mit dem Stern wird es garantiert noch besser. Letztes Jahr wurde aus Force India Racing Point, dieses Jahr verschwindet der Name Sauber, nächstes Jahr Toro Rosso. Ich sag mal so. Man muss sich daran gewöhnen. Letzten Endes ist es die Entscheidung des jeweiligen Teams, wie sie sich benennen. Hauptsache, er ist einfach zu merken. Und nun ab zum Community-Kommentar. Toastbrot Gaming TV hat folgenden Kommentar unter meinem Red Bull-Bekanntgabe-Video geschrieben. Mir tut Hülkenberg leid, aber wenn das neue Team in der Saison 2021 kommt, dann kann er zurückschlagen und ich hoffe, dass Ferrari oder Renault ihn als Ersatz- bzw. Simulatorfahrer holen. Ich hoffe es. Jetzt haben wir nur Vettel als einzigen Deutschen im nächsten Jahr. Ich hoffe auch, dass Vettel sich in den letzten Rennen zusammenreißt, damit er noch zeigen kann, was in ihm steckt. Es ist ja nur ein Gerücht, dass das neue Panthera Team Asia Formula One in die Formel 1 möchte, aber wenn sie einen erfahrenen Piloten suchen, dann wäre Hülkenberg mit einer der Favoriten. Man weiß ja zurzeit nicht, was er 2020 vorhat. Das erfahren wir erst zum Japan Grand Prix. Test- und Simulatorfahrer wäre bei Renault eine Möglichkeit, Ferrari schließlich aus, weil die schon mit Wehrlein und HD2-Fahrer haben und ein dritter Fahrer nicht notwendig wäre. Und was Vettel angeht, scheint es so, als ob er jetzt langsam aber sicher in Fahrt kommt. Er hat ja in Singapur gewonnen und kommt auch in Russland ganz gut zurecht. Mal sehen, ob es einen zweiten Sieg in Serie für ihn gibt. Das wissen wir aber erst morgen. Außerdem hat eine Online-Umfrage auf motorsport.com ergeben, dass 53% der Meinung sind, dass Vettel wieder zur alter Stärke zurückgefunden hat und 47% sind eher der Meinung, dass ein Sieg alleine nicht reicht. Was meint ihr? Oben rechts abstimmen. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.